Am 18. Oktober 2011 fand in der Breitengüßbacher Schule der Tag der Schulverpflegung statt. Gäste waren unter anderem der Bamberger Koch Alex Grüner sowie die Basketballer Carsten Tadda, Philipp Neumann und Marc Völkel. Spaß mit den Jugendlichen heute zu kochen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Die Kinder waren sehr engagiert, waren sehr interessiert und ja, wir wären auch pünktlich fertig. Und von daher hat alles gut geklappt. Wie viele waren jetzt beteiligt heute? Wir haben mit 8 Kindern für 300 Kinder gekocht. Die Kinder, die bei mir gekocht haben, waren aus der 8. und 9. Klasse und ja, haben da im Fach Hauswirtschaft eben schon ein paar Erfahrungen. Das heißt, sie wussten doch schon das eine oder andere. Okay, danke. Dann gibt es eine Zutatenliste auf mein Päckchen und da muss ich nachlesen. Und wenn dann da drin steht, Eis, dann habe ich zwar versucht, was Gutes zu tun, dass ich es mal gelesen habe, aber ich habe es nicht ganz verstanden, weil in der Verordnung nämlich drin steht, dass wenn da nur Eis draufsteht, dann muss da nicht Eis drin sein. Sondern in dieser Verordnung steht nämlich drin, dass da Eiscreme draufstehen soll. Ja? Und solche Dinge, da ist es wichtig, dass man mal so zwischen den Zeilen liest, mal in so eine Verordnung vielleicht auch mal reinliest, was denn da überhaupt an Angaben auf euren Lebensmitteln drauf sein müssen. Also wenn da dass ihr hochkarätige Gäste habt und die haben sich extra jetzt die nächsten 20 Minuten frei gemacht. Die haben nämlich einen stressigen Tag und das werden sie euch gleich erzählen, um euch ein bisschen darüber zu berichten, was sie in Sachen Ernährung tun. Das sind Sportler, aber ich werde es euch vorstellen. Bevor ich das mache, möchte ich euch bitten, dass ihr euren Bürgermeister begrüßt. Der hat nämlich eine nette Nachricht für euch. Der Herr Hoffmann ist da. Hallo. Ihr könnt auch eure Freunde mitbringen, auch die haben dann auch frei einen Mitglied. Ich spiele am Freitagabend. Also wie gesagt, kommt an die Kasse, sagt der Bürgermeister, hat gesagt, ich bin heute eingeladen, das wissen nur die, die heute da sind, und dann habt ihr frei einen Mitglied. Vielleicht sehen wir uns Freitagabend und unterstützt unsere Mannschaft hier gleich ins Beimannschaftsspiel, bei einem immer besonders gut ist natürlich. Und der von Ihnen angesprochene Philipp Neumann, den darf ich euch jetzt mal richtig vorstellen. Philipp, guck mal her, weil wenn der aufsteht, da geht, da wächst da nichts mehr, der muss da den Kopf einziehen. Begrüßt euch mal. Ja. Also Philipp, wir wollen das Rätsel lösen. Wie groß bist du wirklich? 2,10 Meter. Dann kannst du mal zu Hause dein Maßband nehmen, da stellst du dich mal an die Wand, da schaust du, wie hoch 2,10 Meter ist. Ne? Da musst du den Kopf einziehen, wenn du durch die Tür gehst. Philipp, du bist einer derer, die hier in Breitengüßbach gespielt hat. Du spielst auch noch da, aber du gehörst zum Stamm der Bundesligamannschaft. Der hat ein super Spiel gegeben. Das letzte Mal zu Hause sind die Leute aufgestanden, 6.000, und haben ihn gefeiert. Hat ein klasse gespielt, schau mal mit dem Mann hier. Philipp, das Training ist das eine, die Ernährung ist das andere.
Nimmt jemand wie du als Hochleistungssportler darauf Rücksicht? Und wenn ja, wie? Also ich denke, wenn ein Sportler keine Rücksicht auf seine Ernährung nimmt, dann kann er die Sportlerkarriere ziemlich am Nagel hängen. Man muss darauf achten, was man isst, ganz klar. Man muss darauf achten, wann man es isst. Und natürlich jeder mal gerne Döner essen oder Schnitzel mit Pommes und ich mag. Geh doch mal zu McDonald's, gib's zu. Ja, aber nur die Salate. Und also ich habe mir angewöhnt, sehr viel Nudeln zu essen, mit verschiedenen Soßen, wo man Abwechslung hat. Wenn ich Fleisch haben möchte, esse ich lieber Hühnchen als irgendwas anderes, was ja letztendlich doch weniger Fett hat, besser für den Körper ist. Ein super Spieler kommt auch hier aus meinem Güßbacher Halle des Basketball gelernt, der Carsten Tanner. Jetzt sind wir ganz glücklich, nämlich der ist gar nicht so groß und spielt trotzdem hervorragend Basketball. Carsten, musste man sich da überwinden, um sich für Basketball zu entscheiden, wenn man weiß, da gibt es ja Leute, die sind dreimal so groß wie man selber? Ich bin da reingewachsen, mein Papa hat früher auch Basketball gespielt, aber wir spielen auf zwei unterschiedlichen Positionen. Philipp ist groß und lang und ich bin klein und schnell und von daher passt es schon. Jetzt hätte sich fast eine Versprecher erlaubt. Zwei unterschiedliche Portionen, wenn du ans Buffet gehst. Was machst du? Ist er derjenige, der mehr gleich auflädt oder passt man auch da auf, wenn man die freie Auswahl hat? Ihr seid ja in den besten Hotels verkehrt, die Champions League spielen sie übrigens am Donnerstag in Zagreb, müsst ihr euch anschauen, im Fernsehen kommt oder ihr geht in die Halle, ja, da ist ein Riesenspiel gegen den kroatischen Meister. Wie ist das? So beim Buffet, achtet man da auch drauf, was man so auf dem Teller hat oder sagt man, das ist ja alles so klasse, jetzt hier. Klar, man kann ja ungefähr selber einschätzen, wie viel man essen kann. Wer Hunger hat, isst noch. Philipp und Tibor, die schlagen natürlich richtig zu. Bei mir passt nicht so viel rein. Aber ich esse halt schon so viel, dass ich dann am Ende satt bin. Aber, was die beiden dir so erzählen, und du willst ja auch mal so einer werden, hält man sich dann gleich dran oder sagt sich, ich muss meinen eigenen Weg finden? Nee, ich glaube, die zwei gewinnen als volle Vorbilder für mich und für euch auch. Deswegen achte ich auch, wenn ich so viel trainiere, dass so viel Trainierungskauf die EM macht. Und deswegen achte ich natürlich auch.